Wir können auch noch was ganz anderes machen. Also möchte ich auch den Geheimdiensten der freien Welt anbieten, aber auch nicht jeden. Also da müsste ich dann erstmal bei anderen nachfragen, ob ich das darf, die ich hier nicht nennen möchte. Weil wir haben ein bisschen wenig mitgekriegt und ich kenne wirklich nur Frankreich, England, USA. Gegen die wurde nur gehetzt. Das war der Hauptfeind. Die kennen wir wenigstens ein bisschen, ne? Für alle anderen haben wir durch den eisernen Vorhang nie was erfahren. Wir waren sowieso ganz stark isoliert. Aber möchte ich Ihnen auch anbieten, wenn Sie dann jemanden haben, er muss aber die deutsche Sprache können. Dann würde ich Ihnen das genau vorführen. Was weiß ich. Dann bestimmen Sie, was er machen soll. Und dann werde ich ihn darauf abrichten, vielleicht den obersten Chef Ihrer Behörde einen Watschen geben. Aber nur einen angedeuteten, nicht, dass er gleich umfällt. Ja? Was er ja nie machen würde. So, er müsste natürlich psychisch ein bisschen stabil sein. So, und dann begreifen Sie, wie einfach man einfach irgendwelche Menschen nimmt und aus ihnen Terroristen macht. So, und dem möchte ich auch schon wieder widersprechen, dass er schon wieder beim Staatsschutz und der BND-Akten über uns steht. Wir gedenken nicht daran, den Glauben zu wechseln. Ne? Und wir gedenken immer noch nicht daran, Terroristen zu werden, der Nazi. Also dem möchte ich nochmal, das möchte ich nochmal dementieren, ne? Was man uns hier beseitigt. Ja, aber auch das würde ich diesen Geheimdiensten anbieten. So, sonst, was können wir sonst noch machen für andere Länder? Wir können so als Wirtschaftsberater oder allgemeine Berater fungieren. Ne? Für ein bescheidenes Gehalt. Aber es muss jetzt immer ein Häuschen sein und ein paar Hunde und Verpflegung. Weil die sind hier so aggressiv, hier werden sie nicht los. Ne? Sie begasen ganze Wohnblöcke hier einfach. Und man wird sie nicht los, deshalb brauchen wir ein bisschen was Separates. Ne? So, dann kann ich aber auch WHO und so, gesundheitsmäßig könnte ich das sagen, wie ein Pharmafirmen, können wir uns auch für bewerben. Ne? Dann machen wir dann auch alles 50-50 bei der Firma. Und den Rest machen wir dann weiter, wie wir immer gemacht haben. Und auch die Länder, dass sie uns denn da erstmal helfen, bis wir unsere eigenen Sachen haben und dann können sie trotzdem kommen. Das ist denn unser kleines Dankeschön. Ne? Und wenn man dann jetzt erst so aufmerksam wird und so, am besten ist es, die stecken uns immer da rein, wo die höchste Arbeitslosigkeit ist, die höchste Kriminalität, dass wir uns da denn, dass wir da denn sesshaft werden, dass wir dann auch viele Arbeit haben für unsere Firmen und so weiter und so fort. So. Und dann haben sie auch was davon. So, und da brauchen sie keine Angst haben, dass wir ihre Firmenstrukturen da kaputt machen. Dann haben wir schon andere Firmen, ne? Und werden uns dann auch einige andere Sachen einfahren, so, wie wir es immer gemacht haben. So, und das möchte ich auch nochmal sagen, dass es ein Unding ist, dass von den Universitäten über Krankenhäusern bis alles andere, im Osten in der Ex-DDR, dass die da alles wieder so ein großes Mundwerk haben und nur von unseren Patenten und Firmen reden. Die ganzen Jahre. Und jetzt auch schon von unseren Kindern. So, und wir suchen auch immer noch unsere Kinder. Ja, das war's eigentlich. Also, wir können uns sehr, sehr viel vorstellen. Die müssen uns erstmal zwischen 14 Tagen und 4 Wochen Zeit geben, dass sie ein bisschen zu uns kommen. Ja? Wir können hier gern zu ihren Konsulaten kommen, aber ja, im Moment können wir nicht mit anderen in einem Raum sein. Weil wir uns nicht waschen können. So, und wir können auch nicht woanders hingehen. Weil darauf warten wir bloß, dann sitzt sie gleich dran an uns. Keine Chance. So, und es gab schon Bestrebungen, dass man wieder an unsere Smartphones haben wollte. Also man fürchtet auch unser Wort im Internet. So, und ich kann mir da alles vorstellen, was weiß ich. Wüsste ich nicht. Stellen Sie uns gleich Dolmetscher zur Verfügung. Könnte ich auch bei Ihnen in so einer ganzen heruntergekommenen Stadt oder so den Bürgermeister machen und darauf folgen. Keinerlei Probleme.
Oh, ich weiß, wie es läuft in der DDR. Oh, selbstverständlich muss ich mit denen noch ein bisschen korrumpieren. Aber ich mach's fürs Volk. Und sie werden endlich sehen, dass da was kommt. Dann hab ich. Und aber eins möchte ich Ihnen auch noch mal sagen, hier in Deutschland, ne? Also, das können Sie nun nicht so machen, ne? Sie spielen Drogenkurier und Drogenhändler in den Behörden und Zuhälter in den Behörden und alles andere und erpressen und morden und töten. Aber zeigen mit dem Finger auf die Straße, ne? Und das ist organisierte Verbrechen auf der Straße, ne? Das geht natürlich nicht. So, und auch Sie, die vom organisierten Verbrechen, die da auf der Straße sind, die leben in Deutschland und werden auch nach deren Gesetzen, nach deutschen Gesetzen verurteilt, der muss das auch überall gleich sein. Weil das kann doch nicht sein, dass so eine Penne wie dieser Blum oder Blume oder Bärtsching oder die Jacobi oder so, dass die dann noch irgendwie noch die Nase rümpfen und was weiß ich hier, den Blick erheben und dann noch auf eine Prostituierte herabgucken oder so oder irgendwas. Und dabei sind sie selbst die schlimmsten Finger hier. Dann habe ich. Also das weiß ich nicht. Das irgendwie geht mir das nicht im Kopf. Und im Moment verstehe ich auch noch nicht, warum man nicht doch einfach Drogen anbaut. Ja, wenn auch aufpasst und jeden, der seine Droge zur Verfügung stellt. Damit diese Kriminalität alles zurückgeht. Damit diese Menschen wieder vernünftig leben können. Mit dem Rest von ihrem Gehalt. Anscheinend scheinen ja einige noch was zu leisten. Trotz ihrer Drogensucht. Natürlich, das kann die Stasi nicht und so, weil, ich möchte mal erinnern, Merkel habe ich 81 gesehen. Da war sie schon total von ab. Da war sie schon mindestens 10, wenn nicht sogar 20 Jahre drogensüchtig. So, und dann sind die Hirne schon so kaputt, da kann gar nichts mehr kommen. Oh, da habe ich noch was Interessantes.